Ja, im letzten Video haben wir schon angefangen. Da haben wir eine schöne Werkzeugwand gebaut. Das reicht allerdings noch nicht, denn hier ist noch ein bisschen Unordnung. Die soll auch in diesem Video hier weichen und damit geht's jetzt los. Say what you want. Very, very nice. Ich habe hier diese Lindenbohlen jetzt hergerichtet. Das ist übrigens sogar noch Holz, was ich selbst im Balz aufgetrennt habe. Und daraus will ich mir ein ganz, ganz simples Regal machen. Da will ich einfach so ein paar Kisten unterstellen können, damit halt eben so ein bisschen Ordnung in die Bude reinkommt. Hier kommt ein klitzekleiner Tipp. Dafür stelle ich mir alles mal probehalber zusammen, wie ich es dann später auch miteinander verbinden möchte. Diese Bohle soll hier oben drauf kommen und das soll dann später so an die Wand rankommen. Da müssen wir uns das Ganze natürlich so ein bisschen markieren, damit wir die Senkrechten hier auch gerade festschrauben. Und da will ich es mir sehr, sehr einfach machen, damit die Bleistiftstriche auch am Schluss bleiben können, werde ich es nämlich von unten markieren. Hier riecht überall PU-Leim, der stört ganz schön. Also, das hier ist die Unterseite. Da wird später ein Holz sein, das heißt, hier kann Bleistiftstrich sein. Und der wird auch nicht stören, weil wir den später gar nicht mehr sehen werden. Da markiere ich mir einfach mal den Abstand von der Seite, wo ich das Brett mittig später verschrauben möchte. Zack. Das hier ist die Unterseite und damit ich später oben in einer Flucht alles verschraube, werde ich hier das Ganze nicht bohren, sondern Folgendes machen. Ich hole jetzt einfach meine 70er Schrauben, mit denen ich das Ganze verschrauben möchte. Und schraube die einfach einmal durch das Brett durch, damit meine Position auf der Oberseite einfach einmal rausschaut. Das ganze Holz hier ist so massiv, da muss man sich auch nicht wirklich Gedanken drum machen, dass irgendwie was ausreißt oder. Nur ein bisschen vielleicht darauf achten, dass man die Schraube mal wechselt, weil die wird tatsächlich ziemlich, ziemlich heiß. Und hier diesen Abstand, den peile ich einfach mit dem Auge an. Das ist hier, wie gesagt, genau genug. So, denn als nächstes kann ich meine Schraube hier reindrehen von der anderen Seite. Der Punkt ist ja jetzt durchgeschraubt und deswegen habe ich es mir halt hier entsprechend markiert. Das nehmen wir jetzt einfach hier auf die Werkbank. Mittig ausgerichtet und einfach direkt miteinander verschraubt. Aua! Das Einzige, was ich hier tatsächlich überprüfe, ist, ob das Brett 90 Grad hat, weil das würde echt ein bisschen blöder aussehen, wenn das halt eben nicht der Fall wäre. Perfekt, passt sogar. Und et voilà, ein massives Regal ist fertig. Einmal ein Regal, bitte! Thank you.
Bei mir hat jeder Kursteilnehmer immer seine eigene Kiste mit entsprechenden Materialien. Und die kann ich halt eben jetzt hier unterbringen, damit ich sie, wenn ein Kurs stattfindet, hier einfach nur rausnehmen muss. Das ist dann wesentlich entspannter und sieht eigentlich ganz schick aus, wie ich finde. Gerade habe ich ja noch so eine Werkzeugwand verleimt, die trocknet auch noch gerade, die können wir dann gleich montieren. Und da war halt eben mein Gedanke, dass ich hier hinter den Langbandschleifer gehe. Wenn man hier dieses Teil rumklappt, dann kommt man hier auch ziemlich gut hin. Und dann kann ich halt eben von hier immer meine Bänder nehmen. Ich muss das hier sowieso immer nach oben klappen, wenn ich halt eben das Band wechsle. Deswegen ist das auch tatsächlich eigentlich gar nicht mal so wild. Und ich habe auch schon was ausprobiert. Darüber hinaus werde ich euch gerade zeigen, was halt eben alles dort oben rein soll. Hier mit den Sägeblättern muss man halt ein bisschen aufpassen, ne? Sollte man vielleicht auch noch erwähnen. Hier könnt ihr das ganz gut sehen, was da so alles ein bisschen rein soll. Also jetzt nicht hier so die ganzen Holzteile, weil dafür ist das vielleicht ein bisschen schwer. Mir geht es halt wie gesagt um die Langbandschleiferbänder. Die liegen da unten halt eben nicht so schön und vor allen Dingen kann man da halt eben super, super schlecht sauber machen. Denn bei so einem Langbandschleifer fällt natürlich immer genügend Schleifmehl an, was auch hin und wieder mal auf den Boden fällt, wenn man das Teil halt eben benutzt. Deswegen habe ich die Bänder mal so aufgerollt. Hier seht ihr so ein paar Bänder, die ich gelegentlich benutze. Und so habe ich jetzt zum Beispiel mal das 150er Korn aufgeschliffen. Die sind aufgerollt, die sind alle gleich lang. Das bedeutet, ich werde auch alle so rollen können. Das bedeutet, dass ich es vielleicht so in das Regal reinlegen könnte. Da kommt man gut dran, man hat einen guten Überblick und das Ganze ist schön aufgeräumt. Also jetzt werden wir mal wieder eine Bohle herrichten, weil ich will auch in dem Fall wieder das Ganze auf eine Lindenbohle legen. Da habe ich die verarbeitet und das Ganze sieht einigermaßen schick aus. Eben ist mir eine Sache aufgefallen, die wirklich, wirklich gefährlich tatsächlich an der Abrichte ist. Und zwar ist das der Anschlag. Da habe ich nämlich eben nicht richtig aufgepasst, beziehungsweise ich habe gedacht, das reicht. Und zwar geht es hier um die Klemmung von dem Anschlag. Ich habe eben das Ganze gefügt, also die ganzen Bretter, die wir hergerichtet haben. Und hier hinten die eine Klemmschraube war zwar angezogen, aber nicht so extrem. Ich zeige euch mal gerade kurz, was da passiert ist und was echt hätte schlecht ausgehen können. Und zwar habe ich das Ganze abgerichtet und beziehungsweise gefügt und in dem Fall drückt man ja gegen den Anschlag und dann ist halt eben das passiert. Der ganze Anschlag ist rüber gerutscht. Selbst wenn ich mit dem Anschlag ins Messer reingekommen wäre, das wäre kein großes Problem, weil so ein Anschlag, das ist alles nicht wild, das wird ja aushalten. Viel, viel schlimmer ist es natürlich, dass halt eben hier man viel mehr in das Messer hätte greifen können. Das war so eine Kleinigkeit, die ich jetzt eben gelernt habe an der Abrichte. Falls ihr sowas Ähnliches habt als Maschine, passt da unbedingt drauf auf. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, deswegen ist sowas auch bestimmt mittlerweile nämlich zugelassen. Es geht nicht um die komplette Abrichte, sondern um die Klemmung hinten, dass man die halt eben so nicht mehr umsetzen darf bei neueren Maschinen, weil das halt eben Potenzial bietet, dass halt eben so ein Unfall passiert. Also, ich weiß es jetzt, alles nochmal gut gegangen. Ich habe ja gut aufgepasst. Ist also zum Glück nichts passiert. Und so eine Abrichte, ich weiß nicht. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob das bei euch auch manchmal so ist. Ich habe das Gefühl, manchmal hat sie keinen Bock. Also ohne Witz, alles ist eingestellt. Alles ist so wie die ganze Zeit. Und ich habe damit jetzt schon relativ viel abgerichtet. Und das hat auch alles immer prima funktioniert. Und irgendwie heute bei den Bohlen wollte es irgendwie nicht so hinhauen. Manche wurden rund, die musste ich dann nochmal neu abrichten, weil irgendwie das Ganze einseitig abgerichtet wurde. Ich habe alles nochmal überprüft. Der Tisch ist super plan. Die Messer schauen nicht zu weit rüber, schauen nicht zu weit runter und so weiter und so fort. Also eigentlich ist alles noch gleich eingestellt, aber irgendwie wollte es bei ein, zwei Kanteln heute nicht so hinhauen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob das bei der Abrichte bei euch auch manchmal so ist. Also das ist immer so der einzige Grund, wo ich mal manchmal denke, Mann, ich hätte gerne so eine ganz neue Abrichte, wo irgendwie noch von einem Fachmann eingestellt wurde, dass man sicher sein kann, dass da alles immer gut funktioniert. Aber ich glaube, in der realen Welt wird es auch bei ganz neuen Maschinen immer mal den Fall geben, dass er eben nicht so will. Also, das hier werden wir jetzt wieder umbauen, weil wir müssen die Lindebohle erstmal nochmal herrichten. Deswegen muss der Anschlag wieder ein bisschen nach hinten. Und ich habe ja jetzt gerade gelernt, die Schrauben müssen gut angezogen werden, damit da nichts passiert. Also einfach die Teile lösen. Und hier sollte kein Dreck drunter sein. Ich weiß es nicht, ob das der Fall eben war, weil eben waren die Teile auch teilweise nicht 90 Grad. Ey, wenn das jetzt runterfallen würde auf meinen Finger, dann wäre die Hand so kaputt. So, den schieben wir jetzt weiter nach hinten und haben jetzt direkt mehr Abrichtbreite. Hier noch ein Stückelchen. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen, oder? Wir haben jetzt hier eine Abrichtbreite von ungefähr 35 cm.
Normalerweise braucht man das auch eigentlich nicht. Das ist jetzt hier praktisch in Fällen, wenn man so eine ganze Baumscheibe hobelt, weil die ist auch eigentlich gar nicht mal so breit. Denn wenn wir uns das jetzt hier anschauen, hat die hier 25 cm. In dem Fall geht es auch noch. Also hier in dem Fall wird es auch mit einer kleineren gehen. Aber das Problem ist halt eben, wenn die rund ist, dann ist es bei etwa einer etwas breiteren Abrichter einfacher, das Ganze zu hobeln, weil sonst müsste man das Teil auf der Abrichter leicht drehen. Und wenn das wirklich sehr, sehr rund ist, das war eben in meinem Fall, dann würde das Teil auch hier auf dem Tisch ein bisschen überstehen. Deswegen ist in dem Fall eine etwas breitere Abrichter von Vorteil. Ist aber kein Muss. Also bei der Dartbowle wird es auch bei einer kleineren Maschine funktionieren. Ich arbeite auch mittlerweile hier mit dieser Abrichte ein bisschen anders. Es ist jetzt keine Maschine, wo man hingehen kann, einschalten, benutzen, ausschalten. Also im Prinzip schon, aber hier dauert alles ein gutes Stück länger. Wenn ich die einschalte, mache ich erstmal den Sterngang von dem Stern-Dreieckschalter rein, öffne die Absperrschieber, überprüfe, dass kein anderer Absperrschieber geöffnet ist und dann, wenn das Ganze angelaufen ist, kann ich es umstellen. Dauert halt alles hier bei der Maschine ein bisschen länger. Aber dafür ist es halt wirklich umso besser, wenn man gerade mehr Material abrichtet. Also, so eine Maschine ist wirklich toll. Aber die Maschine, die ich vorher hatte, da war es schon ein bisschen angenehmer. Mal schnell das Teil einschalten, noch schnell eine Seite abrichten. Bei der hier überlegt man sich tatsächlich zweimal, ob man den Arbeitsschritt halt eben jetzt macht. Also, gesagt, getan. Dauert jetzt kurz. So, jetzt beginnt wieder mein Leidensweg. Jetzt werden wir mal probieren, das Regal nochmal fest zu machen. Wir probieren es, ob es funktioniert, weiß noch keiner. Was ein wunderschöner Tag, um auf die Fresse zu fliegen. Da 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 da. Ah, leck. Ungefähr so, ne? So, so, so. Leg mich bei der Marsch. Das ist doch der letzte Dreck, so verfickte Scheiße. Ich rast aus. Ich rast sowas von aus. Wer jetzt noch dran ist, will, dass ich auf die Fresse fliege. So, dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob das so aufgeht, wie ich mir das so vorgestellt habe. So. Alter, es ist echt. Es ist Pressball. Crazy, crazy. Also Leute, ihr seht, das Regal hängt jetzt auch hier drin. Da sind jetzt die Bänder drin vom Langbandschleifer, die ich halt eben öfters benutze. Das sind auch nur die, die ich, wie gesagt, öfters benutze. Das ist kein Vorrat oder das ist kein Lager von den Bändern, die ich noch habe. Die liegen nämlich da, wo sie hingehören, nämlich im Lager, wie es der Name auch halt eben schon sagt. Hier habe ich jetzt noch weiteren Platz für weitere Rohlinge. Und jetzt so als Erfahrung vom letzten Video, das schwingt weiterhin so ein bisschen. Aber hier kommen halt wie gesagt nur die Teile rein, die ein bisschen leichter sind. Wie zum Beispiel da oben, das sind Schürzen, Masken. Hier unten sind die Spannfutter drauf, da ist halt auch eben nicht mehr drauf. Und da wird auch nicht so viel Zeug noch drauf kommen, was wirklich, wirklich schwer ist. Dahin habe ich jetzt auch noch die Möglichkeit, ein bisschen Vorrat anzulegen an Rohlingen. Und das wird mich dann noch bald passieren, weil bald werden hoffentlich die fortgeschrittenen Kurse starten. Das war halt eben auch hier im Kurs so ein bisschen was
die Schalentrickslerei angeht, so ein bisschen auch abdecken. Also Leute, ich bin wirklich, wirklich happy. Vor allen Dingen sieht das wirklich schick aus, wie ich finde. Und deswegen soll es das mit dem Video heute gewesen sein.